Hi, ich bin Tim vom ATV Folkmaster. Ich trainiere hier seit einem halben Jahr und wir trainieren mit Leuten jeden Alters und jedes Geschlechts. Wir spielen in der Hobbyliga, aber wir haben trotzdem den Anspruch, uns zu verbessern und verschiedene Techniken zu erlernen. Sowohl individuell als auch, dass wir einfach damit den anderen Leuten trainieren. Und wir treffen uns einmal in der Woche und ich bin im Probetraining gewesen und habe mir dann gedacht, dass es eigentlich ganz nett ist hier und bin direkt geblieben. Und wenn ihr euch auch für Badminton interessiert, kommt doch einfach mal vorbei. Mein Name ist Sven Weichheim, ich bin hier der verantwortliche Abteilungsleiter. Unser Training, das habe ich jetzt in den letzten 4 Jahren umstrukturiert. Wir haben effektives Training gestaltet, indem wir individuelle Erwärmungen jedes Training machen. Und dann geht es so in den individuellen Trainingspart, wo jeder mit einem Trainingspartner in Gruppenübungen, in dynamischen Übungen, in reinen Technikübungen sich individuell verbessert. Zum Schluss machen wir immer noch so freies Spielen. Alles zusammen kommt dann in unsere Hobbymannschaft, wo unsere 4-5 Leute zusammen immer kommen und effektiv und gut mithalten können und sich jedes Mal freuen, dass sie wieder was dazu gelernt haben. Jeder trainiert mit jedem, damit jeder auch besser wird. Solange wie das eine dynamische, harmonische Gruppe ist, ist das alles kein Problem und das habe ich ja zum Glück. Ich würde sagen, das Beste am Badminton ist, als Trainer Leute wie Tim, der bei uns zum Probetraining war, ein halbes Jahr betreuen kann und sagen kann, ich habe was erreicht, er kommt vorwärts. Da kann jeder sich auch beweisen. Das ist was man auch durchaus noch im Alter machen kann. Das ist halt Sport für jedermann. Ich finde, Sport sollte Spaß machen. Das ist die Devise. Und solange wie das der Fall ist, kann ich auch alles erreichen. Sie haben jetzt einen Einblick bekommen in unser kleines familiäres Training. Schauen Sie es einfach an, es ist das Beste, was man machen kann. Ich hoffe, wir sehen uns Mittwoch, 18 Uhr. Schauen Sie rein und machen Sie mit.